Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei wieder der Meisterübersetzer des Spiels. Ja, natürlich. Mr. Kill Bill 158 persönlich. 152, 158, ja, man weiß es nicht so genau. 158, man weiß es. Okay, weiter. Okay, Leute, wir sind hier verkehrt. Hat er gerade ja, was heißt verkehrt? Wir haben halt mal die Stadt noch abgekreuzt, weil dann. Naja, machen wir eh noch. Ja. Sag mal, weißt du zufällig, ob man die Stadt jetzt hier die ganzen Dialoge damals geschaut? Nee, ne? Sind nur hier bloß reingerannt. Doch ein paar haben wir es, glaube ich, weiß ich nicht. Egal, guck mal, schwer nochmal. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal zurück. Zum Opa? Zum Opa, der schippert uns erstmal wieder. Der schippert uns gar nicht. Ach so, doch. Ich muss den erstmal ansprechen, ha? Ich bringe dich zu einem netten Ort. Der nette Ort, ja, genau. Ey, was für eine grausame Nacht. Oh mein Gott, nein, nicht noch auf Wassersee. Auf Wassersee. Also. Wir gehen erstmal zurück auf jeden Fall. Okay. Und werden ihn dann mit dem Draculas Herz bestechen, dass er uns. Wieso heute ab? Weil der ein fetter Opa ist. Jetzt ist er wieder da, erst wieder da. Der schippert bestimmt immer noch rum. Nee. Und jetzt mit dem Herz einschalten. Warte. Jetzt gehen wir ihn mit dem Draculas Herz. Ich muss dich erstmal töten! Oh, schade, ich dachte, da kommt das. Ich komme jetzt random immer wieder, ne? Achso, okay. So, jetzt nehmen wir jetzt das Herz in der Hand, ne? Genau, und tun damit ansprechen. Und wir müssen uns auch was anderes sagen. Ich zeige dir den Weg. Das hat das letzte Mal nicht gesagt. Ja, ich zeige dir den Weg. Yeah. Show me the way. Er zeigt dir diesen ultimativen neuen Part. Weg. Part. Das ist der Pate. Der Pate, genau. Ui, danke, Opa. Mach's gut, jetzt Opa. Jetzt kommen wir nämlich zufälligerweise nicht da an, wo wir gerade herkommen. Oh, ey, voll geilo. Ja, wegen deiner Rippe. Guck mal. Da gehen wir aber nicht rein, Wir holen jetzt erstmal eine neue Waffe, die ist weiter links. Okay. Da werden wir eine kleine ein Safe State machen. Ich bin ja so genau glücklich. Jetzt. Warte, ich muss auch mal gucken, wo Safe State war. Safe State ist mit I. I wie speichern, ist klar. Okay. So, dann hupfen wir jetzt mal über die ganzen Dinge. Und denk dran, immer wenn du nach oben gehst, springst du höher. Also du musst es ausnutzen. Wenn da runter geht, der Stein, hupfst du weniger hoch. Also immer wenn er so nach oben geht, hupfst du. Oh mein Gott. Da hupfst du nämlich weiter. Und jetzt? Boing. Das habe ich gemeint. Du hast nämlich, der ist gerade wieder runtergegangen. Cool. Du musst das nämlich ausnutzen, wenn die nach oben gehen, hupst du auch höher. Okay, cool. Das wissen nämlich auch manche und denken, ach, wieso komme ich nicht hier rüber? Warum? Weil der Stein nach unten geht. So. Oh, genau, und da haben wir am Ende des Ganges. Safe. Kein Safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was muss ich kurz sammeln, hier waren neue Gegner. Ja klar, kill you. Mime. Die sind gefährlich, die auch hier. Gar nichts gefährlich hier. Ja, du hast eine gute Peitsche, sagen wir es mal so. Ich habe eine richtig geile Peitsche. Ja, also ohne der Peitsche hättest du jetzt ein Problem. Die sind annervig, weil die kommen random immer wieder. Ich würde netter, siehst du, kommt's wieder. Okay. Das ja, am Ende des Ganges, ne? Wo war das? In Indien? In einem indischen Restaurant? Wo ist in einem indischen Restaurant? Wo ist in einem indischen Restaurant die Toilette? Keine Ahnung. Am Ende des Ganges. Ja, genau. So spricht der Opa jetzt mit mir mal wieder. Darf ich den mit düsterer Stimme stüben? Ja, darf das. Ich stüb dir mal mit düsterer Stimme. Wartet mal, Leute, ich muss jetzt erstmal checken. Nimm diesen Diamanten, Junge. So, das war jetzt ja ein kleiner Einleger. Das war scheiße. Medusa-Kopf, jetzt habe ich einen Diamanten. Jetzt haben wir natürlich eine neue Waffe, die sehr, sehr geil ist. Ich weiß nicht, ob die auch unendlich ist. Probier mal. Nee, du musst auswählen. Lass mal speichern. Ja, genau. Geil. Oh! Die ist sehr praktisch beim nächsten Boss nämlich. Weil der so schön durch die Luft fliegt die ganze Zeit. Hier war aber kein Buch versteckt, ne? Nee. Gibt's aber nochmal so ein Ende, da ist ein Buch versteckt. Okay. Ja, aber da nicht, ne, oder? Du. Jetzt gehen wir zurück und gehen in Castle 3. Wuhu! Castle 3. Ja, also in Schloss 3. In the Man. Wie heißt die eigentlich? Dimension. Ja, irgendwie. Ich hab's irgendwie benannt. Müssen wir mal gucken. Ah, Trau. Trau. Hui. In the Manic Mansion. Genau. In the Manic. Boah, das ist ein Spiel, das habe ich nie beherrscht. Was? Mal speichern. Manic Mansion. Ich hab's durch. Übelst cool gewesen. Echt, ja? Fuck. Ja.
Aber das war halt nur für Pros was, weißt du? Naja, das ist also nichts für mich. Nee, also musst du echt nachdenken und alles mögliche mit allem kombinieren und dann kommst du im Grunde durch. Also das war schon teilweise, naja. Aber es war irgendwie cool, weil du auch Dinge über Dinge kombinieren kannst. Nein! Oh Mensch, was machst du denn für Fehl? Nen Trottel. Tu mal die Leute hier nicht so langweilen. Ja, ich weiß. Kannst du wohl den Remix machen hier mit dem Lied? Du musst mir mal zuhören. Immer wenn das Ding nach oben geht, musst du hüpfen. Ja, das ist nicht so einfach, wie du da sagst. Klar, jetzt. Und jetzt. Das sieht man doch, wenn das Ding hochgeht. Ja, ich will ja hüpfen, wenn es an der höchsten Stelle ist. Das brauchst du nicht unbedingt. Naja, okay. Die Mondwolle vertreibt die Abträume der Nate. The Nate? Ja, also der Granater. Grenade, genau. Oh, jetzt wieder tauchst du eh besser. Ich speichere jetzt mal auch zwischendurch. Hui. Überleg mal, wie es erstmal hier rüberkommt. Ist. Hui. Gleich perfekt fast. Du, 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 Peitschenonkel. Gehen wir jetzt hier rein? So, da, ja klar, das ist okay. Dungeon 3. Dungeon Number 3. Nämlich die Braham Mansion. Also die Braham Villa. Oh, das war dumm. Das ist die Braham Villa. Egal, ich gehe einfach weiter. Ja, du bist cool. Und zwar... Obwohl, hier. Nein, warte, das ist mir... Nee, das ist doch nix. Mit noch weniger Energie zu starten, ist echt doof. Ah, das ist nicht so... Nicht so nice. Nein! Ey, jetzt, scheiß drauf. Bist du jetzt auch da unten? Jetzt gehst du hoch, genau. Ja, warte, pass auf. Nein. Achso, da läuft das gar nicht nach unten. Ja, geh mal da hoch. Ach du Scheiße. Nee, das klappt nicht so, wie ich das möchte. Ja, das ist meistens so, ne? Das ist wie ein Bett. Das klappt halt nicht so, wie du willst. Du bist so ein Arsch. Oh, guck mal. Oh, bumm. Oh, hat er einen Arsch hingestreckt. Hast du gesehen? Aber leider zur anderen Seite. Na gut, komm, wir machen jetzt hier ein neues Leben. Ich speichere jetzt nochmal, ja? Wir sind mal großzügig. Ja, es sei ihm vergönnt zu sterben. Ja. Ey, Arsch, statistisch. Muss doch einfach nur nach oben, ist doch gar nicht so schwer. Immer schön mit den Gegnern ist das schon ein bisschen schwer. Immer schön die Treppen benutzen, da kann nichts schief gehen. Wenn da ein Gegner draufsteht. Egal. Benja Boom! Benja Boom, was war das? Was ist das neue Wort? Ja, du machst doch schon ganz gut. Du bist doch schon, sagen wir mal, ein Drittel des Castles hast du schon weg. Cool. Du, bin ich ja richtig? Ja. So einigermaßen? Ja, du bist richtig. Ist auch schon, wenn es kommt. Bald kommt was, aber. Herzlein! Du musst jetzt traurig sein. Du bist ein kleines Schwein. Siehst du das da oben bei dem drüber? Ja. Da müssen wir hin. Aber da kommen wir nur von oben drüber hin. Oh mein Gott. Knack, knack. Knie, knack, du weißt Bescheid. Nee, da kommen wir später hin. Da gibt's uns dann wieder diesen super geilen Tipp. Achtung, Achtung, da gibt's uns wieder den Obstig. Gibt uns wieder den Obstig mit diesem Holz. Ey, ich wollte gar nicht hochlaufen, du blöder Doch, du musst Simon. Auch. Nee, ich wollte eigentlich werfen. Oh, was ist denn das für einer? Ja, diesen Scheiße. Ja, du musst aufpassen. Oh. Mann, ich wollte jetzt hier übelst einen Skill beweisen, weißt du? Und dann haut immer trotzdem einer rein. Die Drecksau. Die sind auch ein bisschen assi. Okay. So, jetzt hier musst du aufpassen. Und zwar, genau unter dir kann man nämlich dieses Weihwasser benutzen. Weihwasser? Oder? Nee, musst du von hier aus benutzen, ja. Nimm mal das Weihwasser. Weihwasser! Ja, noch ein bisschen. Du musst genau dazwischen, da musst du hupfen und da muss genau da reinfliegen. Ja, krass. Noch eins. Noch eins? Wasser, das reicht eins doch. Wasser noch. Nee, eins brauchst du noch. Okay. Wasser einfach. Obwohl, das reicht, du kannst es auch von unten aus machen. Ja, nee, kannst du auch von unten aus machen. Eben. Ja, einfach von unten aus. So, jetzt. Das ist nicht ein Buch. Lobeeren in der Seitentasche verlängern dein Leben. Meinst du nicht in der Seitentasche? Nee, in der Seitentasche stand da. Echt? Da stand Seitentasche, ne? Okay, und jetzt? Oder? Ja, da stand Seitentasche, oder? Ich geh jetzt runter, ja? Ja, jetzt gehst du wieder runter und wieder hoch. Ich werde das bespeichern gehen. Das war bloß wegen dem Buch. Okay, ich speichern, das muss ich mir endlich mal merken. So, jetzt geh ich wieder runter zurück. Silk bag. Nee, pass auf, das steht Englisch. Please the laurels in a silk bag to bring them to life.
Hast du gehört? Ja. Heißt so viel wie? Okay. Heißt so viel wie? Okay. Ja, ja, das ist ja die... Place die the laurels in a silk bag to bring them to life. Also... Um sie zu aktivieren, hätte ich dann eher gesagt, aber um sie zu verwenden, damit du cool, geil bist. The place the laurels, also stecke die... Stecke die Lorbeeren in a silk bag, in eine Seidentasche, to bring them to life. Lass mich raten, hier kann ich wieder irgendwo durchspringen? Nee. Du musst jetzt wieder... Moment, wo bist denn jetzt ja noch da? Was da oben bist du? Ich hab dich gefragt. Ich hab gesagt, ich gehe da ja, jetzt geh wieder oben lang. Ja, nee. Bist denn du? Warte mal, ich wollte checken, wie du... Bist du stecken geblieben? Du bist ganz oben, oder? Nein, nicht mehr. Ich hab gesagt, ich geh jetzt wieder zurück, hab ich gesagt. Und du hast nicht reagiert, deswegen hab ich's gemacht. Du bist ganz hoch. Ja, ich hatte den Eindruck, als ging's da nicht weiter. Ja, machen wir es so, genau. Du, jetzt bist du richtig, jetzt weiß ich, wo du bist. So, hier war das Buch. Ja, jetzt geht's rechts, genau. Jetzt kommt so ein dicker Fetter gleich. So ein... Nochmal hoch. Mhm. Genau, und nochmal hoch. Jetzt weiß ich, alles klar. Ja, warte. Ganz langsam. Pentium 1, der Pig ist... Hadouken, so. Doppelherz, Doppelhalbherz. Wir wollen den Pickhunter sein Pentium 1 nicht überstrapazieren. Tschakalaka, bum bum. Alle sind echt scheiße, die Dicken. Hm. Jetzt ganz nach rechts, genau. Ach so, das habe ich nicht gerallt. Oh, gerallt? Ja, aber die sind echt assi drin, ne? Du kannst dir jetzt einen Schild mit Dings machen können. Hey, hey! Oh mein Gott! Jetzt da so schön mit Dings machen können, ey. Mit dem. Das macht viel zu wenig an Stück. Echt, das ist bei Alter. Du bist gleich hin, Alter. Hinüber. Ja, geh mal da runter. Hinüber. Und dann rechts unten. Oh, wat. Ja, genau, Weihwasser. Mhm. Ja, wow. Hast du jetzt was abgezogen? Eigentlich hättest du dir was abziehen müssen. Was soll mir das abziehen? Nee, der Dio, dem. Das hat dem getroffen. War halt nicht viel. Oh. Oh, Junge. Na, jetzt wirf doch die Kacke, Mann, du Affenfuck. Jetzt. Ja, jetzt hatten wir drauf. Mach nochmal, erst gleich hin. Macht nicht besonders viel. Also Weiber so nehmen. Oh. Wo der hin wird. Das trifft auch gut, ja. Das ist echt schwierig. Yes, oh, gekillt. Jetzt musst du nach rechts, dort hinten rechts, ne? Also mit dem Weihwasser. Echt? Siehst du diesen einzelnen Stein da? Ja. Den Tor wegsaven. Na, oder unter dir kann er sein. Oh. Ein Rodokristall, roofed by Deborah's Cliff, den Wind. Ja, ja, das musst du dir merken. Das ist nämlich ein Hind. Boros Cliff den Wind. Ja, ja, da muss nämlich ein Wind. Sonst kommt sogar noch weiter in dem Spiel hier. Das ist so ein Hein, da musst du echt drauf achten. Okay, ist das der Opa ein Gegner oder nicht? Ja, nee, nicht hoch, passt nicht hoch. Diesmal gehen wir zum Opa und gehen einfach nur noch runter. Okay, alles klar. Ja. Und dann haben wir es schon fast geschafft, Alter. Gemaked, Junge. Aber nur noch runter und rechts. Nein. Den Opa hast du aber angesprochen. Nein, also, wie soll ich den angesprochen haben? Ich bin runtergefallen. Den brauchen wir doch dieses Oak Stack. No! Oh, stopp! Ja, du bist gleich hin, ne? Ich bin gespannt, da unten kommt noch der Boss dann. Diesmal kommt nämlich mein Boss. Und der ist nicht einfach. Du wirst deine Diamonds brauchen. Eichenpflock mitnehmen? Ja, okay, ich nehme einen Eichenpflock mit. Ein Oak Stack. Ich hab nicht genug Herz. Was? Bist du verrückt? Klar. Nein, hab ich nicht, weil du immer sagst, ja, kauf dir hier geilen Stuff, Junge. Ja, ohne Scheiß, dann müssen wir jetzt noch wieder umbringen, weil du brauchst den. Du saven irgendwie, ne? Mach es safe. Da gehen wir hin und her, genau, das ist so lang. Wie viel brauchen wir denn? 50, ne? Mhm. Wie viel hast du? Weiß nicht. Guck halt mal. Müsste ich gleich alles haben. Jetzt hab ich 53. Na siehst du, geht doch. Ah, nicht da hoch. Warte, Feuerchen. Ja, das ist ein gutes Feuer, ne? Das ist ganz praktisch. Vor allem, das hält auch die Gegner auf. Aber das würde jetzt beim nächsten Gegner... Ah, ich Pflock mitnehmen, Mama. Jo.
Hä? Ich kann nicht werfen. Ich kann nicht werfen. Was willst du denn haben? Ja, das Feuer will ich werfen eigentlich. Kostet das vielleicht Herzen? Ja, es kostet Herzen. Okay. Das ist eine gute Waffe, ne? Das erklärt, warum wir nicht mehr so viel Zeug hatten. Ja, weil du das ständig verschwendet hast. Ja, das haben wir jetzt ja. Toll, da unten kommt genau, das wollte ich nämlich gerade. Guck mal, ob der Kristall was verbraucht. Bei dem brauchen wir da unten. Oh, gute Idee. 4 Herzen. Jo. Okay, dann tun wir mal noch ein paar Herzen sammeln. Bin dabei. Da kommt nämlich so mit etwa 3 Abschnitte weiter hier. Ich save also das mal. Ich hab ja nur noch 2 Leben. Da kommen 3 Screens weiter. Du hast verrückten. Sie ist ja abgehauen. Die Sau ist abgehauen. Hehe, schade. Oh Gott. Ja, hier kriegst du nochmal Herzen, genau. Sehr gut. So, dann save mal. Warte, ich hol mir noch ein paar mehr. Man weiß ja nie. Mit 2 Herzen so. So, und den nächsten hast du dann deinen Boss. Ja, es reicht, komm, die 2 und 3 noch und dann abhauen hier. Oh Gott. Ja toll, 1 Herz noch. Egal, komm, das packe ich. Ja klar. Okay, was soll ich da jetzt machen? Warum ist das der Tod? Den Kristall, ja. Okay. Ja, möglichst nicht reinrennen, ist klar. Du kannst ja, wenn der so runterfliegt, mit dem Feuer mal kurz probieren, dann hältst du den ja auf. Mit dem Feuer? Nee, der ist doch jetzt gerade ganz gut am Start. Wie viel Energie hat der? Hier, mach die Kristalle wieder runter. Warte, das Feuer mal. Nimm mal das Feuer. Jetzt nimm mal das Feuer. Das Feuer hält ihn nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, auch sogar auf. Verbraucht aber mehr. Geht aber erst, wenn er unten ist. So. Jetzt. Ja, jetzt schlagen. Weiter Feuer. Ganz viel Feuer. Guck, da ist er nämlich wie gestoppt, weiter. Sehr, sehr praktisch. Alter, der hat ja viel Energie. Ja. Okay. Das kriegen wir hin. No problem. Hui! Oh. Denke ich doch. Alter, hat der viel Energie. Ja, deswegen habe ich gesagt, der wird jetzt ein bisschen crazy, kacke, scheiße. Was? Arschloch. Jetzt nimmt sich das Feuer und tun damit stoppen. Ich denke, der muss dafür erst auf dem Boden sein. Ja, also fast auf dem Boden, nicht ganz. Das war mit Absicht. Ah ja, so. Damit er jetzt wieder Power hat. Ja, genau. Oh. Bist du denn? Das war's nicht? Wieso hat denn der jetzt das wieder ausgewählt? Der soll feuern. Ja, weil du vor uns geladen hast. Mensch, denk doch mal mit. Bring ihn um, die kleine Hure. Oh Mann, ist das lahm. Immer mal ein Feuer nachlegen, ne? Dann bleibt er nämlich weiterhin stehen. Ja, mach ich. Nicht ganz viel, es reicht immer eins alle paar Sekunden. Naja, das Problem ist, man das nicht so genau einschätzen kann, weißt du? Ja doch, es geht einmal hoch, einmal runter und dann ist weg. Yes! Das ist ein Gold Dadro! Gold Dadro, los, holst du! Du erhältst einen goldenen Dolch. Yes. Ist das nicht awesome? Awesome! Speicher! So, da hast du einen goldenen Dolch und der haut natürlich richtig rein, ne? Das ist voll mega, sagst du? Das ist der Beste, ja, das ist der Beste. 10? Der verbraucht aber eine 8 und eine 7. Oh Gott, der verbraucht 2 Herzen, der ein Herz und der kein Herz wahrscheinlich. Das ist klar, das erklärt jetzt einiges, warum ich immer so out of Herz bin. Und jetzt muss ich natürlich den Eichenpflock benutzen. Und denk dran an deine bösen Stimme. An deine Jesus-Stimme. Die Jesus-Stimme. Jesus. Du nimmst den Augapfel Draculas. Awesome, ja. So. Ja. Damit sehen wir einfach mehr.
So Leute, dann weiter geht's eben in die nächste Part, weil wir sind nämlich jetzt drüber. Was? Ja, wir haben jetzt hier schon über einen Part gefüllt. Knapp 20 Minuten sind wir jetzt hier am Start. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2 auf dem NES mit The Kill Bill 158 dabei, Junge. Get up, man. Da geht ab. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.